So, dann kommen wir jetzt zum quasi vorletzten Programmpunkt, Netzwerküberwachung mit ELK, vorgetragen von Alexander Böhm. Viel Spaß. Ja, ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Und schön, dass ich hier sprechen darf. Ich werde jetzt ein bisschen was zum Thema Netzwerküberwachung. Also der vorherige Vortrag hat ja eher Wert darauf gelegt, das Ganze nicht zu machen. Ich lege Wert darauf, das zu machen. Von daher hoffe ich, dass es ganz interessant werden wird. Der Vortrag ist etwas technischer gehalten, sollten Fragen entstehen, am besten gleich melden. Ich versuche dann so gut wie möglich darauf einzugehen. Genau. Was war eigentlich mein grundlegendes Problem? Also warum ich mir eigentlich das ganze Thema Netzwerküberwachung mal angeguckt habe? Naja, ganz einfach. Das, was höchstwahrscheinlich jeder mal hatte, mein Anschluss ist zu langsam. Laden langsam, dauernd brechen irgendwelche Streams ab und ich dachte mir dann, naja, ist das irgendwie meine Schuld? Gibt es zu viele Teilnehmer im Netzwerk? Rennen irgendwelche Server bei mir amok, die komplette Bandbreite verbrauchen, oder ist der Provider schuld? Ganz klassisches Szenario bei mir im Netzwerk. Wir haben mehrere Clients, die sind mit dem Router verbunden, dann noch entsprechende Server, File-Server, irgendwelche virtualisierten Geschichten. Und die wollen natürlich auch alle mit dem Internet reden. Und das Internet möchte mitunter dann auch mit den Clients und den Servern reden. So, die erste Antwort auf die Frage war dann, naja, in der Regel lief ja alles. Also, wenn man Google eingegeben hat, kam die Google-Seite. Wenn irgendjemand Facebook angesteuert hat, kam halt auch Facebook, bloß manchmal funktioniert es halt nicht. Beziehungsweise lief das dann auf Geschwindigkeit von einem Modem, von einem 56K-Modem. Und die erste Problembeobachtung hat dann festgestellt, naja, zu gewissen Zeiten, wo dann auch irgendwie Leute da sind, treten halt die Probleme gehäuft auf. Regelmäßig Messungen angestellt, Upload-Download-Geschwindigkeit überprüft, Paketverlustraten. Es könnte ja durchaus sein, dass irgendwas mit dem DSL-Modem nicht in Ordnung ist. So, dass sich alles angeguckt, befriedigende Antworten erhalten. Nein, natürlich nicht. Sah irgendwie meistens alles gut aus, aus unerklärlichen Gründen wurde es dann langsamer. Die Antwort lieferte mir, ich habe witzigerweise bei dem Test dann eine Antwort bekommen, dessen Frage ich, wo ich mir die Frage eigentlich noch gar nicht gestellt hatte, nämlich, was ist denn eigentlich so alles im Netzwerk los? Also einen groben Überblick war möglich mit den Tools, die ich so normal eingesetzt hatte, aber bereits mit wenigen Clients, die sprechen heutzutage natürlich eine Vielzahl von Protokollen, also HTTP, HTTPS, DNS und alle Peer-to-Peer-Geschichten mal außen vor gelassen, kommt da schon einiges zusammen. Und alleine die Verbindungen irgendwie im Blick zu behalten, ist ziemlich mühselig. Drängt sich natürlich die Frage auf, was läuft hier eigentlich? Gucken sich dann in der Linux-Welt ein bisschen um, kriegt man natürlich erstmal die grobe Statistiken heraus. Ja, if-config beispielsweise liefert mir eine Statistik, wie viele Datenpakete aus dem über die Netzwerkschnittstelle geflossen sind, wie viele Pakete ich gesendet, empfangen habe, etc., was dort eventuell schiefgegangen ist. Naja, leider etwas zu grob. Naja, SMP zum Abfragen beispielsweise von Metriken für Router schien mir da als nächstes recht gut geeignet. Hier an der Seite ist mal so eine Abfrage dargestellt.
Über das Protokoll kriege ich halt auch solche Informationen, welche Interfaces beispielsweise bei meinem DSL-Modem verfügbar sind und auch Statistiken, wie viele Pakete rein- und rausgegangen sind. Also zur Diagnostik letztendlich dieses kleinen Problems durchaus hilfreich, brachte leider auch nicht allzu viel. Und dann am Ende natürlich noch, wenn ich mir genau angucken möchte, was auf den einzelnen Rechner läuft, klassisches Programm wie NetStat, was mir einfach nur die Verbindungen auflistet. So, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, richtig aktiv vorzugehen. Das heißt, wir gehen direkt mit Netzwerksniffer ran, gucken, was wirklich genau auf der Paketebene passiert. Beispielsweise, es gibt eine Vielzahl von Programmen, die mittels libpcap genau diese Netzwerkpakete abfangen können und aufzeichnen. Das bekannteste dürfte ja Wireshark sein. Und da kann ich mir das schön darstellen. Es gibt dann natürlich auch noch ein paar andere kleine Programme, beispielsweise IFTOP. Damit habe ich die Möglichkeit, in Echtzeit mal zu gucken, was denn eigentlich alles mit welchen Datenbelastungen über die Leitung läuft. Hier rechts an der Seite ist das mal ein bisschen dargestellt. Man hat meistens, wenn man die Namensauflösung deaktiviert, dann die reinen IP-Adressen und die entsprechenden Ports dazu und kann dann eventuell einen Störenfried im Netzwerk beziehungsweise auf der lokalen Maschine ausmachen. So, okay, das war zwar irgendwie alles ganz interessant, aber brachte leider auch nicht das, was ich eigentlich wollte. Also es war zunächst ganz praktisch, aber in der Regel nur anwendbar auf einen Rechner, auch nur teilweise in Echtzeit, weil irgendwie dauernd sich die Netzstatistiken aktualisieren, war jetzt auch nicht so praktisch. Es war größtenteils auch unübersichtlich, was sich dann auch schnell als Problem herausstellte. Und die Zusammenführung von mehreren Datenquellen funktionierte leider auch nicht. Also man kann dann zwar sich auf den einen Rechner einloggen, auf den anderen, dann Netzstat und Netzstat dagegen halten, bloß irgendwie konkret was sehen, tut man dann mitunter auch nicht. Deshalb hatte ich mir gedacht, naja, was gibt es denn für Lösungen, die irgendwie mir sowas wie Echtzeit-Monitoring erlauben? Verschiedene Selektoren natürlich auch ermöglichen, dass ich sagen kann, ich möchte beispielsweise nur TCP-Pakete sehen, ich möchte nur Pakete sehen, die genau über diesen Port laufen und ich möchte dann mir das gefälligst so sortiert haben, dass ich auch noch eine sinnvolle Ordnung drin habe. Und Diagramme sind immer gut, gerade im Monitoring, weil wenn man irgendwo eine Messspitze sieht, weiß man, dass irgendwas schief geht. Da ich schon ein bisschen was mit dem ELK-Stack gemacht habe, dachte ich mir, den könnte man denn dafür missbrauchen. Also ELK, das ist ein Software-Stack für den Big-Data-Bereich, besteht hauptsächlich aus drei Komponenten, nämlich der dokumentenorientierten Datenbank Elasticsearch, dann dem Datenaufbereitungswerkzeug Logstash, also da kann man mehrere Datenquellen anbinden, Datenbanken, irgendwelche Skripte, Log-Dateien auslesen und die dann mittels verschiedener Filter aufbereiten, Daten extrahieren und dann mit verschiedenen Ausgabemodulen beispielsweise in, welche Überraschung, Elasticsearch reinschreiben. Und am Ende wollte ich das Ganze natürlich noch schön dargestellt haben und das macht mir alles die Node.js-Anwendung Kibana. Genau, so. Und wie muss man sich den Stack jetzt vorstellen? Am Anfang möchte ich halt irgendwelche Daten erstmal allgemein erfassen. Also was das jetzt letztendlich ist, ist vollkommen egal, ob das Twitter-Meldungen sind, Netzwerkpakete oder Temperaturdaten von irgendwelchen Messsensoren, kann man alles reinwerfen. Dann möchte ich die verarbeiten, natürlich speichern und am Ende eine schöne Darstellung rausbringen. Und für unser Szenario, was wir hier gerade besprechen, ist wäre dann die Anwendung so, dass ich am Anfang
einen Sniffer habe, der mir die Paketdaten aus dem Netzwerk holt, das ganze Zeug dann in Logstash reinwerfe. Mitunter kann man da Logstash auch rauslassen und direkt ins Elasticsearch reinschreiben, aber das ist dann implementierungsabhängig. Und am Ende dann das Kibana anschließen, um mir die ganzen Netzwerkstreams mal schön darstellen zu lassen. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie sieht dieser Sniffer aus und gibt es das auch als Open Source? Weil im besten Fall möchte man ja sowieso nichts dafür bezahlen und außerdem möchte ich ja gerne mal wissen, was die Anbieter dort konkret machen. Oder am besten, ich kann noch selbst drin rum implementieren und mir eigene hübsche Lösungen zusammenbauen. Ich unterscheide hier jetzt erstmal grob in zwei Ansätze. Sind zwar beides aktiv, aber der eine ist aktiver als der andere. Beim aktiven Ansatz geht es konkret um Traffic Capturing. Das heißt, ich habe irgendein kleines Programm, was auf der Leitung lauscht und diese ganzen Paketdaten abnimmt. Verschiedene Hersteller hatten natürlich auch schon mal die Gedanken gehabt. Da gibt es zum Beispiel das Protokoll NetFlow, das gibt es auch eine RFC dazu. Wurde ursprünglich von Cisco in die Wege geleitet, wurde dann von Uniper und anderen großen Hardware-Herstellern auch mit einbezogen, firmiert immer mal unter einem anderen Namen. Und die haben das direkt in ihre Switch und Router eingebaut. In der Open-Source-Welt gibt es dann natürlich auch bei den meisten Distributionen entsprechende Tools, die eine entsprechende Ausgabe über NetFlow ermöglichen, zum Beispiel F-Probe oder SoftFlowD. SoftFlowD werden wir dann in der Demo noch kurz sehen. Und die capturen halt mit beispielsweise libpcap genau diesen Netzwerk-Traffic, und den kann man sich dann auch direkt ansehen, wenn man den mal als PCAP-Format exportiert und beispielsweise in Wireshark reinwerfen, und da hat man das Gleiche, was man auf uns bei IFTOP zum Beispiel gesehen hat. Man hat eine schöne Auflistung von IP-Adressen, Ports, Protokollarten eventuell noch, etc. Ein bisschen neuerer Ansatz ist PacketBeat, funktioniert im Grunde genommen gleich, ist aber nicht standardisiert und schreibt in der Regel nach Logstash und Elasticsearch. Nicht allzu verwunderlich, dass es von den Leuten, die auch den ELK-Stack entwickeln. Ein bisschen passiver Ansatz hatte ich mir dann auch gedacht, wäre die Möglichkeit, doch mal die Paketfilter beispielsweise vom Linux-Kernel ein bisschen zu missbrauchen. IP-Tables beispielsweise für Linux mit BSD müsste es auch ähnlich funktionieren. Habe ich leider nicht getestet. IP-Tables verfügt ja über ein sogenanntes Logging-Target. Das heißt, ich kann sagen, wenn die und die Bedingung zutrifft, schreibe mir bitte eine Kernel-Log-Meldung raus. Und das kann man ja generalisieren und sagen, naja, ich möchte nicht ein bestimmtes Paket, sondern bitte für jedes Paket eine Log-Meldung. Und da es so was Schönes auf Unix-Systemen gibt, wie Syslog, was diese Kernel-Logs einfach auslesen kann und normalerweise in eine Datei schreibt, könnte man das natürlich auch umbiegen und sagen, wir nehmen dieses Syslog-Format und schreiben das an irgendeinen Concentrator. Und unser Concentrator ist in dem Fall Logstash, was ganz zufälligerweise auch Syslog sprechen kann. Und dort hole ich mir dann meine ganzen Log-Daten über die Netzwerkpakete raus. Also beispielsweise, wenn ich das mal in Through-Terminal eingebe, ich sage hier einfach, bei jedem eingegangenen Paket möchte ich mir etwas loggen lassen, kriege ich dann im Linux-Kernel-Log sowas Hübsches raus. Genau das eigentlich, was wir haben wollen. Erstmal über welches Interface das beispielsweise das Paket reingekommen ist, entsprechende IP-Adressen, die Protokollart und natürlich auch die Ports.
So, dazu müssen wir, um das einsetzen zu können, das Szenario nur etwas abändern. Auf den Router installieren wir dann einfach unseren Sniffer, stellen noch die ELK, den ELK-Stack quasi daneben, verbinden das und fertig ist quasi unsere Homemade NSA-Überwachungszentrale. So, ich habe da eine kleine Demo vorbereitet. Das kann man dann auch alles auf GitHub finden, wer ein bisschen rumspielen will. Das funktioniert hauptsächlich über Vagrant. Da läuft eine ELK-Node drauf. Dann ein Router inklusives Sniffer habe ich dann noch aufgesetzt. Und ein Client-Node, auf dem letztendlich Tor läuft, um ein bisschen Netzwerk-Traffic zu verursachen und noch ein paar Curl-Skripte, die einfach nur HTTP-Traffic verursachen. Genau. So sieht erstmal Kibana aus. Wenn man googelt, findet man das eigentlich als erstes. Und hier sind wir jetzt erstmal in der Übersicht über das, was uns diese Lösung mit den IP-Tables mit dem Linux-Kernel bereitstellt. Gehen wir mal rein, gucken uns an, was dort so drin steht. Also Elasticsearch arbeitet hauptsächlich mit JSON-Dokumenten. Das kann man sich dann natürlich auch so direkt ausgeben lassen. Kann man dann auch beispielsweise in irgendwelche HTML5-Applikationen direkt einbinden und mit ein bisschen jQuery-Magic dort auch Dinge zaubern. Genau, und hier unten haben wir genau das, was ich vorhin schon mal gezeigt habe, diese ursprüngliche Linux-Kernel-Log-Message. Und das Logstack macht jetzt nichts weiter, als zu gucken, alles, was vor dem ist gleich steht, heißt, das ist der Feldname und das, was dahinter steht, ist letztendlich ein Wert dazu. Dann habe ich noch ein entsprechendes Mapping gemacht, was denn jetzt überhaupt noch, was ein String ist, was ein Integer etc. und krieg letztendlich genau diesen Datensatz raus. Ich krieg die Zieladresse, die Source-Adresse, die entsprechenden Interfaces etc. Das Ganze jetzt auch mal mit Softflow-D gemacht. Sieht ein bisschen anders aus, macht im Grunde genommen aber das Gleiche. Da habe ich auch wieder die IP-Ports, eine Kategorisierung, was es denn genau für eine Protokollfamilie ist, wie viele Pakete. Wenn man es halt auf einem ganz neuen Stand haben möchte, Packet-A-Beat. Und Packet-Beat geht noch ein bisschen weiter. Die werten nämlich diese Pakete auch in Echtzeit aus. Beispielsweise, ich habe einen HTTP-Request und kann dann direkt in Echtzeit sehen, was denn überhaupt an einen entfernten Server beispielsweise für eine HTTP-Anfrage gestellt wurde. So, und da kann ich mir auch genau diese ganzen Daten raussuchen. Sehe halt, dass es ein GET-Request war, Port 80 und dass ich dort den Code 302 bekommen habe auf die Anfrage. Und zum Thema Übersichtlichkeit habe ich dann auch noch ein bisschen was vorbereitet. Einfach mal so eine grundlegende Statistik. Ich möchte eigentlich erstmal sehen, was für Protokollarten sind eigentlich erstmal über diesen Router gelaufen. Und da sehe ich einen ganz großen Teil TCP und einen kleineren Teil natürlich UDP. Also ich habe vor uns mal ein paar DNS-Anfragen gestellt, ein bisschen mehr und das würde sich dann auch entsprechend alles niederschlagen. Oder wir gucken uns mal die
Top 5 IP-Adressen der letzten 15 Minuten an, die der Client angewählt hat. So, und das, das sehen wir beispielsweise 8888, der DNS-Server von Google. Und wenn wir das halt noch weiter auf die Spitze treiben wollen, können wir dann natürlich auch noch genauer hingucken und fragen, was für Verbindungen hat der Client denn wirklich jetzt genau gehabt? Also, und da sehen wir, ja genau, diese DNS-Anfragen an Google, also 8888, Port 53, DNS, oder dann auch, weil da ja auch der Tor-Knoten draufläuft, haben wir auf der 9001, haben wir da Verbindungen, aber nicht allzu viele, und ansonsten ganz viele HTTP-Anfragen, die beantwortet wurden. Genau. So, das ist erstmal soweit so ein grober Überblick, was man erstmal so für kleine Spiechen damit treiben kann. Man kann natürlich das Ganze dann weiter ausbauen und sagen, ich möchte das auf mehreren Routern, die eventuell noch in meinem Netzwerk irgendwie gestaffelt sind, und könnte dann theoretisch dort, wenn ich mir noch ein bisschen ein paar Dinge ausdenke, dann auch ganz genau verfolgen, wie ein Paket beispielsweise von einem kleinen Rechner über den WLAN-Router, über den WAN-Router hinaus ins Netz geht und wieder zurückkommt. Genau. Was gibt es jetzt da drin noch für weitere Möglichkeiten, beziehungsweise was kann man dann sonst noch so machen? Metadatenanreichung ist zumindest in Sachen ELK-Stack auch zurzeit gängig, wird viel ausgebaut. Man kann dann solche Späße noch machen. Dadurch, dass man diese Syslog-Anbindung hat, kann man in seiner normalen Infrastruktur Log-Meldungen von irgendwelchen Diensten mitloggen, das dann aggregieren und beispielsweise dann auch Aussagen darüber treffen, wenn von dieser IP-Adresse beispielsweise eine Verbindung auf den SMTP-Port passiert. Könnte ich dann in den entsprechenden Mail-Daemon reingucken und sagen, naja, mit was hat sich denn diese IP-Adresse angemeldet? Welche User-Credentials? Und könnte dann so auch Verbindungen mit entsprechenden Usernamen taggen. Natürlich IP-Adressen auflösen, da mache ich dann einfach eine Reverse-DNS-Anfrage und gucke, was denn eigentlich für ein Hostname hinter dieser IP-Adresse steckt. Ist mitunter ganz praktisch, wenn man solche IP-Adressen von Google ausschließen möchte, wenn man das gleich sehen möchte. Oder dann auch Geo-IP-Geschichten, das heißt, wenn ich in der Regel weiß, dass ganz viele Anfragen in Richtung Facebook und Google gehen, habe ich dort auf entsprechenden Übersichten Häufungen. Und wenn die plötzlich beispielsweise nach China oder Russland abtendieren, dann weiß ich, da könnte mitunter irgendwas, was nicht so laufen, wie sein soll. Und das, was letztendlich auch schon ein bisschen das Packet Beat macht, die Packet Inspection, was man ja eigentlich im Regelfall eher nicht haben möchte, weil, ja, da sind ja dann doch mal extrem viele userbezogene Daten drin, Anmeldedaten etc. Genau. Mein Fazit dazu, Echtzeitüberwachung, ja, es ist möglich und das ist sogar alles noch in Open Source, juhu. Ja gut, letztendlich, was bedeutet das für den Datenschutz? Natürlich erstmal nichts Gutes, wenn quasi jeder Depp erstmal sich so eine Appliance ins Haus stellen kann, bei GitHub runterladen kann, beispielsweise dort. Und gucken kann, was im Netzwerk letztendlich bei sich passiert. Aus Sicht des Netzwerkadministrators ist das natürlich recht gut. Man kann mitunter recht effektiv erstmal Bedrohungsszenarien ausmachen, kann solche Dinge wie Portscans
mitunter recht schnell erkennen. Auf der anderen Seite, wenn man die Tools einfach so hat, ist es auch wesentlich einfacher, Gegenmaßnahmen gegenüber solchen Überwachungsszenarien auch zu entwickeln. Und damit wäre ich auch jetzt am Ende meines Vortrags. Die Software etc. findet man alles auf GitHub unter dem Link. Wer mir schreiben möchte und noch Fragen hat, da ist meine Mail-Adresse und mein Fingerprint. Und jetzt würde ich für Fragen offen sein. Nur weil du es am Anfang so spannend angekündigt hast, was war denn das Problem am Ende im Netzwerk? Die Telekom. Hast du es tatsächlich mal geschafft, bei der Variante, die die Kernel-Log-Message von IP-Tables weglockt, das Paket, über das es weggelockt wird, wieder zu locken? Das stelle ich mir als Effekt sehr interessant vor. Ja, da sollte man drauf aufpassen. Das Softflow-D macht zurzeit in der Umsetzung, wie es hier mit dem Vagrant-Setup läuft, macht genau das. Also für jedes gelockte Paket schreibe ich wieder ein gelocktes Paket. Ist jetzt nicht sonderlich effektiv, aber normalerweise hat man das hat man sein Logging ja auch auf einem anderen Interface und das überwacht man nicht. Und solche kleinen gemeinen Einfallstüren für Leute, die sich auskennen, Unsinn zu veranstalten. Genau. Gut, dann. Kennst du so ähnliche Tools, die du gerade selber vorgestellt hast, die aber bevor das Paket rausgeht, bereits sagen oder dem Nutzer ermöglichen, naja, vielleicht willst du das Paket gar nicht so senden. Also in der Windows- und der Mac-Welt gibt es so, heißt das glaube ich, My Little Snitch oder sowas. Und die Linux-Nutzer glauben ja immer, da unverwundbar zu sein. Und aber seit, was ich... Ubuntu, Unity und so weiter und Firefox-Extensions gibt es jede Menge Software auch unter Linux, die irgendwelche Daten nach draußen liegt, von denen der Nutzer unter Linux noch weniger weiß als unter den Windows- und Mac-Betriebssystemen. Naja, also handsame Lösungen kenne ich leider nicht. Ich könnte mir mitunter vorstellen, dass man halt divers, also Anwendungen, denen man halt wirklich absolut nicht vertraut, also eigentlich allen, dass man die in Container sperrt und dort dann entsprechende Hooks reinsetzt, mit denen man das kontrollieren könnte. Ich dachte, da hätte es mal was gegeben, aber nicht sowas, wie man es halt so schön, wie du schon gesagt hast, von Windows kennst, möchten Sie das Paket jetzt wirklich zulassen? Ja, nein. Da müsste man, glaube ich, noch ein bisschen sehr Linux-Kernel anpassen. Aber das war ja auch nicht unbedingt Schwerpunkt vom Vortrag. Klar. Genau. Wenn es ansonsten keine Fragen mehr gibt, dann danke fürs Zuhören. Noch viel Spaß.